Yeah, what's up everybody? This is your favorite B-boy news with your favorite B-boy host. Und das gibt's im Mai. Yeah, am 9. und 10. Mai, der erste Stopp, wir gehen nach Rüti und feiern das 20-jährige Jubiläum von der Real O-One Dance School mit einem super, super, super Workshop in allen vier Elementen von Hip-Hop. Du, favorite B-boy host? Was sind eigentlich die vier Elemente von Hip-Hop? Ja, das muss jetzt zulassen. Ich erklär's dir ja. Ja, was sind die vier Elemente von Hip-Hop? Ganz einfach. Element Nummer 1, Rappen. Element Nummer 2, DJ. Element Nummer 3, Graffiti. Und das letzte Element ist B-Boy. Und das sind die vier Elemente von Hip-Hop. Du siehst, es geht also voll ab, du kannst alles lernen von allen vier Elementen. Dazu gibt es noch Reggae und Hula Hoop und vieles, vieles mehr. Also nicht verpassen, am 9. und 10. Mai in Rüti, Dance Camp Bombastic. Next up, 10. Mai, wie jeden Monat, Two-Face Battle Baby im Rahmen von Zürich tanzt dieses Mal. Und wie es beim Two-Face Battle abgeht, seht ihr hier beim letztmonatigen Trailer. Am 14. Mai, wohin gehen wir da? Nach Biel, Bienvenue à Bien. Ja, was gibt's dort Tolles? Das X-Battle. Was gibt's dort? Fette 2 gegen 2 Kids-Action und 3 gegen 3 Erwachsenen-B-Boy-Action. Nicht verpassen, Bruder, in Biel am 14. Mai X-Battle. The next stop, am 17. Mai, da gehen wir nach Basel. Was gibt's dort, wie fast jedes Jahr? Soul on Top. International B-Boy Battle 5 on 5 B-Boy Action. Und wie es dort abgeht, schau mal hier, mach dir selber ein Bild. Der letzte Stopp im Mai, am 30. Ja, da gehen wir nach Aro, Bruder. Was gibt's dort Cooles? Dort gibt's den World B-Boy Classics Qualifier. Alle Schweizer können sich anmelden für dieses 2 gegen 2 Battle. Und den Gewinner schicken wir zu den World Finals nach Holland. That was your favorite B-Boy News with your favorite B-Boy host. Peace, unity, love and having fun.